Unsere nächste Mission ist, uns auf jeden Fall schwängern zu lassen von Jay Huntington, aber wir kümmern uns jetzt mal kurz ein klein bisschen hier um alles. Wie sieht's denn aus? Eingeschlafen? Leg dich mal richtig schlafen, bitte. Wie sieht's bei dir aus? Hunger. Müdigkeitslevel, Energie ist low. Schlafen. So, sie geht schon hoch. Sie geht jetzt nämlich bitte auch schlafen. Was macht er jetzt hier gerade noch? So, einmal die Toilette verwenden. Und dann auch hoch schlafen. Jetzt pennen sie erstmal alle. Ist ja auch richtig witzig. Eingeschlafen. Ach ja, wir müssen dir ein Bett zuweisen. Na, dann kriegst du das Bett hier. Bett zuweisen. Für Florian. So, dann kannst du nämlich hier schlafen gehen. So, dadurch, dass wir jetzt Geburtstag gefeiert haben, haben wir auch überhaupt gar nichts mehr fertig, ne? Also kein Essen, gar nichts. Aber das ist auch gar nicht mal so schlimm. So, verwenden. Wie sieht's aus mit den Noten? Zweier Grundschüler ausgezeichnet. Der Haken ist halt nicht da, ne? Kann sie Zusatzaufgaben machen? Kann sie nicht. Das Projekt hat sie fertig, ne? Ist das gut? Projekt ist gut. So, und das ist ja das Projekt von Alpha Kevin. Aber was können wir machen, dass sie. Ich, also. Wir können sie jetzt halt eben nochmal spontan auch nochmal an einem Projekt ransetzen, aber die Maus ist halt auch krank, ne? Ich meine, ganz so viel auf die Folter spannen können wir sie ja eigentlich auch nicht. Dann geht sie einfach mal duschen und schlafen, dann überlegen wir uns, was wir machen. Aber dann lassen wir das ganze Haus jetzt erstmal einfach mal ins Bett gehen. Und dann können wir auch spulen. Ist kein Problem, bis das erste Kind dann wieder wach ist. So, Mausi ist unten noch duschen. Und sobald sie dann ins Bett geht, dann schlafen ja auch alle. Was geht hier ab? Hallo, Schätzchen. Ich musste gerade kurz einmal nachgucken, ob das sein Papa ist. Ansonsten wäre das Schätzchen ganz schön komisch. Wir kommen vorbei, um den kleinen Fratz zu besuchen und zu helfen, wo wir können. Ja, okay. Mach doch, mir egal. So. Es schlafen eh alle. Also juckt mich das relativ wenig. Okay, dann chillen wir jetzt und dann spulen wir jetzt. Oh, Mausi ist wach. Was muss Mausi? Mausi muss auf Klo. Und Mausi hat Hunger und immer noch keine Energie. Dann kann sie ja eigentlich Kuchen essen. Das ist ja dann kein Problem. Och nee, Schwester, mach's doch nicht so schwierig. Mach's nicht so schwierig. Geht die Toilette verwenden. Ich stell den Kuchen einmal kalt. Guck mal, du kannst das essen, du kannst dann das essen. Geh doch auf Klo, warum gehst du denn nicht zuerst auf Klo? Ich wollte schon sagen. So, und wenn sie dann gegessen hat, dann geht sie wieder hoch schlafen, weil sie braucht die Energie. Sie hat jetzt zwei zusätzliche Kleinkinder. Meine Güte, schlafen. Aber dann tun wir das. Warte mal. Och nee, echt jetzt? Fucking Besuch? 6 Tage? Der letzte Besuch ging doch schon nicht gut, Mann. Ich meine, das Einzige, ich habe halt gesagt, ich sage bei der Challenge, egal was kommt, ich sage ja. Das Einzige, wo ich halt nicht ja sagen darf, ist Verabredungen, Beziehungen. Ehen. All das darf ich halt nicht. So, ich darf auch keinen Partner mit einziehen lassen. Das dürfte ich auch nicht. Aber ich habe gesagt, bei allem anderen sage ich ja, wenn uns jemand besuchen kommen will oder so. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie einfach 6 Tage jetzt hier fucking nochmal übernachten. Ist das Kacke? Mann.
Oh nee, oh nee, oh, wenn die sind für die Calientes, ne? Wenn die sind für die Calientes, dann drehe ich die durch. Alt F4, dieses Spiel, Alter. Ein Scheiß. Hat sie gerade das Essen weggeräumt? Ich würde so gerne gerade so derart ausfällig werden und ganz, ganz viele sehr böse Dinge sagen, weil sie tatsächlich gerade mein Essen weggeräumt hat. Los. Beschämt? Ich will das einfach vergessen, weil über einen Meilenstein nachgedacht hat, vor der Ohnmacht auf dem Bürgersteig bis hin zu Blasenversagen. Niemand möchte sich an peinliche Momente im Leben erinnern. Nee, will man noch nicht. Oh, kann ich deren Sachen wenigstens irgendwie so halbwegs in den Flur stellen? Mann. Amalia hat einen lockeren Zahn. Warum ist die Maus denn jetzt wach? Ja, dann komm. Nimm dir auch ein Stück Kuchen. Was kannst du sonst machen? Oh Gott, jetzt entdeckt die auch noch, dass unter ihrem Bett was wohnt. Nee, so fangen wir gar nicht erst an. Die kommt jetzt einfach ein Stück Kuchen holen. Selbstsicherheit? Was, das macht dir keine Angst? Hallo, mein Freund, wenn Monster unter dem Bett gesehen hat, Amalia ist super aufgeregt, von ihrem Freund, von dem Monster unter dem Bett zu hören. Ich glaube, das ist unser erstes Kind, was keine Angst davor hat, dass es da ein Monster gibt. So, hat sie jetzt noch ein zusätzliches Stück im Inventar oder wie sieht es aus? Ja. Hier kommt es noch eins. Gönn dir das auch noch. Ach, guck mal, ich habe Medizin. Kann ich ihr das ins Inventar legen? Oder hier so raufstellen und dann irgendwie sie darum bitten, das zu nehmen? Damit sie wieder gesund wird? Weglegen. Aber wie kann ich ihr denn die Medizin geben? Kann ich Mama nach Medizin fragen? Fragen, ob der Mond ein Schwamm ist. Beziehung. Oh Gott, verlorenes Spielzeug. Ich wollte mit meinem Lieblingsspielzeug spielen, aber ich finde es nicht. Ich vermisse es und ich bin traurig. Suche weiter, spiele mit anderen Dingen. Es ist in Ordnung, traurig zu sein. Hä? Natürlich ist es okay, traurig zu sein. Sei ruhig traurig, wegen dem Spielzeug. Aber trotzdem, kann ich sie jetzt darum bitten, irgendwie freundlich? Interessen, mehr Auswahl, auf Wiedersehen, Zuwendung. Du bist mein Favorit. Oh, süß. Chaos veranstalten, auf dem Boden sitzen, Aktion. Lockeren Zahn, verbotene Wörter brüllen, mentale Telepathie versuchen? What the fuck, was geht denn hier ab? Ah, Niroli, danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. Aber die Frage ist jetzt trotzdem, wie gebe ich der Maus. Also, wie frage ich nach, also sie war doch, ist sie nicht mehr krank? Telepathie? Oh, sie sieht ja gesund aus. Vielleicht war das auch nur so ein Effekt, vor allem weil sie draußen war, wer weiß auch schon. Tortenstück essen, los. Ich wollte gerade sagen, ich muss ihr doch irgendwie die Medizin geben können. Jo, Katze, Alter, kannst du mal bitte von der Küche runterkommen? Ab. Ja, da brauchst du gar nicht diskutieren mit mir. Dankeschön. So, die sind am Reden und am Futtern und so, aber sie soll doch eigentlich wieder. Hallo, geh schlafen, Schwester. Was ist denn mit dir? Nix hier Kaffee. Schlafen. Geh pennen, Alter. Gar keinen Bock, mich damit auseinandersetzen zu müssen, dass sie sich die ganze Zeit wieder so von A nach Z trägt. Oh, ich könnte theoretisch gesehen ja eigentlich auch so nett sein und so ein paar Betten. Also weiß ich nicht. Können wir irgendwo vielleicht noch einen Extraraum, so ein Gästezimmer hinzufügen, wenn wir damit rechnen müssen, dass permanent die ganze Zeit Gäste jetzt kommen? Aber ich meine, ich habe halt 5 Schlafzimmer, ne? Aber ich habe auch sehr viele Kinder. Ich weiß es doch auch nicht. Diese Katze ist manchmal echt frech. Luna Mausi, komm mal runter da jetzt. Sie springt runter. Ich guck weg. Sie springt wieder hoch, weil Mama guckt ja nicht mehr. Katzen, wie man leibt und lebt, ne?
Oder irgendwie so. Warum hat sie eine Anzeige von aufs Töpfchen gehen? Wieso? Oh, wie korrekt ist er denn? Guck mal, der repariert sogar unsere Dings. Ja, würden sie sich jetzt nicht unterhalten, ne? So, ich spule mal ein kleines bisschen, weil sie ist die Einzige, die wach ist. Und sie kann jetzt auch nicht wirklich viel machen, außer in die Schule gehen. Um gute Noten nach Hause zu bringen, damit sie älter werden kann. Also chillen wir ein bisschen. Es macht halt keinen Sinn, dass sie in den Töpfchen-Ding. Oh, reconnecting? Wait a second. Yo, ist mein Stream noch live? Oh. Ey, Atzen, Alter, seid ihr noch da oder was? Ja, nee, Uptime stimmt bei mir. Oh nee, wartet mal eine Sekunde. Oh nee, So machen wir das ganz sicher nicht. So machen wir das ganz sicher ganz und gar nicht. Was ist denn hier los jetzt, hä? Aha. Stream ist scheinbar wieder da. Boah, ich hoffe, ich war nicht weg oder so, Alter. Ich hoffe, ihr seid noch alle am Start. So. Ich hau mal ganz kurz den Speedtest durch. Ich guck mal, woran das liegt. Ob ich dementsprechend nicht weiß, ob das jetzt öfter passiert oder nicht. Also, glaube, mit dem Handy seid ihr weg. Ah, ist das Kacke. Mir braucht dieser Speedtest gerade zu lange. Hallo. Was ist denn jetzt hier los? Oh mein. Oh Gottes Willen. Oh, ich muss gleich mal kurz mein Dings fixen gehen. Oh, das ist mir hier gerade alles schon wieder. Das geht hier alles mir gerade schon wieder eine Sekunde zu viel schief. Alter, ob ihr mir das glaubt oder nicht, ne? Das ist mir hier gerade schon wieder ein bisschen zu happig. So, woran liegt's? Tell me. Zeig mir. Ergebnisse anzeigen. Mein Upload ist im Arsch. Einwandfrei. Es kann potenziell sein, dass ich öfter mal weg bin. Ich habe keine Ahnung, woran es gerade schon wieder liegt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich will meinen Router jetzt aber auch nicht unbedingt neu starten. Wenn mein Stream irgendwann komplett abschmiert, dann schmiert er halt ab. In der Hoffnung, das passiert nicht. Ansonsten genießen wir einfach die Zeit, wie wir sie jetzt gerade noch haben, wa? Ich hoffe mal, das beruhigt sich eigentlich. Also ich hoffe, es beruhigt sich. Alles andere wäre jetzt echt kacke. Ansonsten ziehen wir jetzt einfach die 16, 17 Minuten hier noch kurz durch und starte ich einmal den Router neu und boote den Stream einmal neu. Wir überlegen uns was. Wir gucken einfach mal. Wir lassen das jetzt hier einfach mal kurz ein bisschen weiterlaufen. Ich muss mein Gelenkarm hier gleich auch nochmal neu festmachen, weil mein Mikro ist vor mir gerade abgesagt. Der hat sich gerade schön verpisst. Was macht sie? Sie geht spielen. Ist okay, sie soll machen. Sie hat Zeit, sie kann machen. Ist egal. Wir müssen nur gucken, dass irgendwer wach wird gleich. Aber sie ist müde. Warum geht sie nicht ins Bett? Geh doch schlafen, Schwester. Na, da träumt wer schlecht. Was ist denn los, kleiner Florian? Kann ich die eigentlich anmachen? Nee, ne? Ist das Kacke. So, sie geht jetzt auch schlafen. Dann kann das ja theoretisch gesehen jetzt einfach mal so ein kleines bisschen hier durchwuseln, wa? Ja, sehr schön. Jetzt läuft das hier auch mal ordentlich an. 3, 4, 5. Aha. Boah, ich dachte gerade kurz, die wären neben uns im Bett. Okay. Florian hat Hunger. Dann soll er sich eine Mikrowellenmahlzeit machen mit Hähnchennagels. Ist mir egal. Ist. So, das Kind ist traurig, weil sehr hungrig. Okay, dann stehen wir mal auf. Aber unsere Energie ist auch echt voll. Mehr Auswahl nach Kleinkind sehen. Oh, das wird schon werden, oh Mann. So. Kleine Maus? Kuscheln oder was?
Du musst auch immer da sein, wo ich bin, ne? Immer da sein, wo ich bin. Wie ein kleines Baby bist du, wie ein kleines Baby. So, ich hoffe mal, sie füttert ihr Kind jetzt auch ordentlich. Ah, guck mal, ist auch wach. Hunger. Ja, dann los. Schnelle Mahlzeit. Nein, warte mal. Wir haben noch Kuchen. Iss Kuchen. Gönn dir Kuchen, Bruder. Portion nehmen. Kann ich den Kuchen eigentlich nicht einfach kurz ein bisschen nach draußen stellen? So. Lass mich den noch nach draußen stellen. Lass mich den, danke. So, dann müsste er ja eigentlich in seinem Inventar jetzt das Kuchen haben, ne? Also den Kuchen, Tortenstück essen. Mach mal. Warte mal, warum hat er es denn jetzt nicht gegessen? So. Schinken-Käse-Sandwich essen. Wie sieht's bei dir aus? Hungrig. Dann nimm dir auch mal ein Stück. Das sollte ja kein Problem sein. Kind 1 kann sich was holen, Kind 2 ist auf dem Weg. So, ich würde ganz gerne meine Katze einmal wegnehmen, weil ich nämlich sonst nichts sehe. Es tut mir sehr leid, Maus. So, die beiden, die fangen jetzt auf jeden Fall schon mal an zu essen. Das ist sehr gut. Können wir Jay Huntington einladen? Einladen auf aktuellem Grundstück, abzuhängen. Jay. Oh, mit Jürgen haben wir auch noch keine Kinder, ne? Junge Erwachsene. Mit dem könnten wir theoretisch auch. Ja, okay, komm, wir gehen erstmal auf Jay. Kein Problem. Wir nehmen erstmal alle, die irgendwie da sind. Was nu? Mit Florian plaudern. Ist okay. So, die Kinder essen, dann können wir die gleich auf jeden Fall baden. Dann lassen wir ihn mal duschen. Weil dann kann er sich nämlich auch mit um die Kinder kümmern. Das wäre ganz zum Vorteil. Ganz zum Vorteil wäre das. Das würde ich ganz klasse finden, wenn das der Fall wäre. So. Baden. Dena. So, und dann können wir rübergehen auf die andere Badewanne und baden da bitte einmal Gronkh. Dann sind beide Kinder auch direkt gewaschen. Also ich hoffe, das funktioniert. Also ich hoffe, die machen das jetzt auch. Neue Familiendynamik strengen. Zwischen Alessia und Gronkh scheinen gewisse Regeln zu gelten, da der jüngere Sim dem älteren Familienmitglied tiefen Respekt entgegenbringt und häufig die hohen Erwartungen des älteren Familienmitglieds erfüllt. Bei Familienmitgliedern mit einer strengen Familiendynamik reconnecten. Oh mein Gott, ich könnte ausflippen. Mit einer strengen Familiendynamik bittet der ältere Sim den jüngeren Sim darum, Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel häufiger zu putzen, und die jüngeren Sims vermeidet es in der Regel zu rebellieren. Machen wir, kein Problem. Ich habe eh keine andere Wahl, außer ja zu sagen, So, baden. Dena, bade das Kind bitte. Okay, ich glaube, jetzt macht das. Jetzt holt er den Racker warm. Hatten wir jetzt eigentlich eine Dings bezüglich Jay? Jay schläft. Oh ja, es ist ja auch erst um 6 Uhr morgens. Ja, okay, ist gar kein Problem. Kann man nachvollziehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Kannst du jetzt mal bitte dieses Kind baden? Verdammt nochmal. Jetzt aber. Wie, du kommst da nicht hin. Warum kommst du denn da jetzt nicht hin? Die kann auch da jetzt da gar nichts im Weg stehen. Was soll dich denn jetzt daran hindern, dieses Kind zu baden? Wo ist das Problem? So, Hausaufgaben. Mach deine Hausaufgaben, Atze. Hausaufgaben machen. Wo sind seine Hausaufgaben? Hat sie Hausaufgaben fertig?
Ja. Haben wir irgendwo mal einen. Warte mal. Ich habe doch oben irgendwo. Stopp, 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 stopp. Stopp. Ganz großes Stopp. Ich habe doch irgendwo ein Buch weggelegt. Das ist mein Dings. Wenn ich da jetzt einfach mal öffnen. Ist da. Das ist sein Buch. Ja, das ist sein Buch. Okay. Kann er die Hausaufgaben, Zusatzaufgaben machen? Ist egal, machen wir so. Kein Problem. Dann nehmen wir jetzt halt einfach quasi so, baden, Dena. Mal gucken, ob das funktioniert, dass wir dann halt, also dass wir dann ihn vielleicht baden können oder ob sie auch sagt, das funktioniert nicht. Sie macht das auch nicht, ne? Warum denn jetzt auf einmal? Oh mein Gott. Stopfelkopf-Assistent, I guess. Danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, was jetzt stört. Ich habe keine Ahnung, wo das Problem jetzt liegt. Dann stellen wir die einfach mal hier hin. Vielleicht ist das die Lösung des Problems. Woher soll ich das wissen? Klappt das jetzt? Kann ich jetzt Badi Badi Machi mit Dena Line? Los? Bitte? Bitte? Komm schon. Was ist denn? Was steht denn da? Aber da steht doch auch nichts vor, oder was? Ich meine, eigentlich will ich das nicht tun, aber vielleicht ist das das Rätsels Lösung. Warum guckt da jetzt eigentlich der Teppich durch? Wieso passt denn der Teppich jetzt nicht mehr? Was ist denn das? Ey, dieses Spiel ist so buggy, ne? Das ist so grauenhaft. So. Passt. Schön. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir jetzt nicht an diese Badewanne kommen. Das stresst mich. Meine Güte, kannst du bitte dieses Kind jetzt baden. Oh Gott, geht's in der anderen Badewanne oder ist da auch das Problem? Ich geb's auf.